Klartext, sachlich, aber klar aus München. Wir schauen jetzt mal nach Brüssel. Dort spielt jetzt heute Nachmittag die Politik, nämlich in der Weise, dass die ganzen EU-Innenminister sich treffen, um ja, Ordnung ins Chaos zu bekommen. Gibt es denn schon Anzeichen dafür, Stefan Leifert, dass sich da etwas tut, dass man sich da einigt, vielleicht auf Quoten und auf Hilfen? Wie es aussieht, ist man im Moment davon ziemlich weit entfernt. Vor einigen Minuten haben die Innenminister Europas hier angefangen zu tagen. Und es zeichnet sich im Moment jedenfalls nicht ab, dass das große Ziel erreicht wird, was die EU-Kommission ja seit Wochen versucht voranzutreiben, was Deutschland zusammen im Tandem mit Frankreich versucht durchzusetzen, nämlich eine verpflichtende Quote für die Verteilung von Flüchtlingen in allen EU-Ländern. Man hat in den ganzen letzten Wochen versucht, den Widerstand vor allem der osteuropäischen, der baltischen Staaten zu brechen. Ein bisschen ist das auch gelungen. Es gibt Bewegung hin zu dieser Quote. Aber das Problem ist, wenn man so eine Quote will, ist Einstimmigkeit erforderlich. Und die wird es am Ende wahrscheinlich nicht geben. Bis heute zeigen sich Länder wie Ungarn oder auch die Slowakei zum Beispiel sehr hartleibig. Deswegen könnte es am Ende sein, dass es wieder nur eine Lösung mit reiner Freiwilligkeit gibt. Ja, und es gibt ja auch schon Meldungen, dass nicht nur Österreich jetzt auch die Grenzen kontrolliert, sondern auch die Slowakei beispielsweise. Nun, sollte man sich denn noch vielleicht einigen auf eine Art Quotenregelung oder auf Ausnahmen, wie es immer wieder der Fall ist? Was bringt das Ganze, wenn die Flüchtlinge doch sehr deutlich auch äußern, diejenigen, die schon da sind, sie wollen eigentlich gar nicht woanders hin, sie wollen auch gar nicht ins Baltikum beispielsweise, sondern sie wollen nach Deutschland und wollen nach Schweden und das war's. Da ist doch alles, was man da jetzt berät, eigentlich wieder hinfällig. Das ist eines der vielen Probleme, dessen ist man sich auch bewusst, aber das ist erst der zweite Schritt, über den man dann nachdenken will. Man ist jetzt gerade dabei, erst einmal zu sondieren, wer bei einer solchen Quote mitmachen würde. Der Vorschlag der EU-Kommission, der ist relativ konkret. Der bezieht sich erst einmal auf die Zahl von 160.000 Flüchtlingen. Man kann auch schon daran sehen, dass das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, denn wir reden ja in Deutschland inzwischen von einer Prognose von 800.000 Flüchtlingen bis zu 1 Million. Diese soll nach einem festen Schlüssel verteilt werden. Da fließt die Bevölkerungszahl eines Landes ein, die Wirtschaftskraft, die Arbeitslosenzahl. Es soll auch berücksichtigt werden, was ein Land bisher schon geleistet hat. Und das alles zusammengenommen soll dann zu einer festen Zahl, zu einer festen Größe werden, sodass Deutschland wahrscheinlich am Ende die meisten Flüchtlinge aufnehmen müsste. Frankreich käme dahinter und die kleinen Länder dann ganz am Ende. Das sind gerade auch für die Länder, die im Moment Widerstand leisten, keine sensationell hohen Zahlen. Da geht es teilweise um 400, 500, 600 Flüchtlinge, was finanziell eigentlich nicht besonders schmerzhaft ist. Deswegen hatte man auch die Hoffnung, dass man den Widerstand dieser Länder brechen kann. Das aber ist bisher nicht gelungen. Und das von Ihnen angesprochene, ja, das ist ein großes Problem, dass man Flüchtlingen klar machen muss, dass sie sich selber nicht aussuchen können, in welchem Land denn das Land des Asyls sein soll. Das müsste man wahrscheinlich, da müsste man einen Zwangsmechanismus herstellen, dass das dann auch wirklich gewährleistet ist. Aber das wäre ein Problem, was sich dann erst stellt, wenn der erste Schritt gemacht ist. Und das ist die Einigung auf ein Quotensystem. Nun werden Korrespondenten gerade an solchen Plätzen wie Brüssel immer wieder nach Prognosen gefragt. Und ich frage Sie jetzt natürlich auch. Und es geht nicht nur darum, dass Sie ein Orakel erstellen sollen, sondern diese Verhandlungen, die dort jetzt laufen, haben ja immer Vorläufer. Also da gibt es Unterhändler, die sich vorweg schon treffen und die lassen ja ein bisschen was vorher heraus. Was glauben Sie, was kann heute dort in Brüssel bei den EU-Innenministern überhaupt rauskommen? Das ist deswegen eine ziemlich spannende Frage, weil es da zwei Schulen gibt. Die einen sagen seit Wochen, am Ende wird es eine typische europäische Lösung geben. Man wird diese Verteilung von Flüchtlingen irgendwie EU-weit und verpflichtend hinbekommen. Aber man wird dann eine Lösung oder einen Mechanismus finden, mit dem man die Länder, die bisher Widerstand geleistet haben, kauft. In Anführungszeichen. Die Kommission hat so einen Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, für die Länder, die nicht in der Zahl, wie dann bei der Quote rauskäme, Flüchtlinge aufnehmen wollen, die leisten dann dafür einen finanziellen Beitrag in einen Fonds oder in den EU-Haushalt. Und man hat geglaubt, das könnte diese typisch europäische Kompromisslösung sein, um die Länder doch noch mit ins Boot zu holen. Aber da hat man sich verrechnet. Das ist schon mal die Lösung, die nicht kommt. Die andere Lösung, die im Moment etwas näher liegt, ist die der reinen Freiwilligkeit. Das ist eigentlich eine B-Lösung. Es ist nicht das, was die Kommission wollte. Es ist auch nicht das, was Deutschland und Frankreich wollen. Es wäre auch nicht die große Reform des europäischen Asylsystems. Es wäre eine Lösung auf reiner Freiwilligkeit. Das heißt, die Länder, die gewillt sind, mitzumachen, und das sind weit über 2/3 der EU-Länder immerhin, aber es fehlen eben welche,
die würden sich zusammentun und sagen, wir machen jetzt diese Quote unter uns und die anderen Länder können dann, wenn sie dazu bereit und gewillt sind, irgendwann hinzustoßen. Aber es würde der Welt vor Augen führen, dass sich Europa oder die EU in einer ganz zentralen Frage nicht einig ist und wir hätten hier in diesem Punkt zumindest ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ja, mal wieder. Und dafür danke ich jetzt erst einmal nach Brüssel. Stefan Leifert, danke für diese Informationen.